Leute, was geht ab, Leute? Und hier? Ich setze mich mal. Ich hoffe, ich darf mich hier sitzen. Sieht so aus. Es sieht so ähnlich aus wie in so einem Zen-Garten. Und irgendwie sieht es nicht so aus, als könnte man oder dürfte man hier sich setzen. Aber ich setze mich mal. Ich hatte gerade einen Glückstausch oder was sonst, weil ich habe immer Glückstausch am Start. Mit einer Kollegin. Grüße gehen raus. Und das war mein 5. Glückstausch mit ihr. Rekordzahl. Rekord für mich. 5. Ich hatte noch nie mehr Glückstausche mit einer Person als mit ihr. Dicht gefolgt von Julian. Nicht den Julian, den ihr kennt, YouTube, sondern Münchner Julian mit 4. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was die Maximalanzahl ist an Glückstauschen mit einer Person. Also wie oft wart ihr mit einer Person Lucky Friends? Ja, das klingt schon besser. Das klingt nach einem richtigen Deutsch. Ansonsten haben wir heute geplant, so ein Mythos, so ein Gemunkel heute zu testen bezüglich Rocket Stops, Rocket Bossen. Und zwar wird gemunkelt, dass wenn du einen Rocket Boss besiegst, dann kommt ja die Begegnung und dann kommt entweder Damioplex, Kindwurm oder Absol. Und das kann natürlich shiny sein. Und jetzt ist es halt so, ihr könnt einfach fliehen. Wir wurden unterbrochen. Jemand hat sich da hingesetzt. Auf jeden Fall habe ich jetzt gelesen, entweder nach einer Stunde, aber auch nach 2 Stunden habe ich gelesen, kommt ihr einfach wieder und das Pokémon hat sich resettet und ihr habt eine neue Chance, eine neue Begegnung und eine neue Chance auf ein Shiny. Und das probieren wir heute. Bevor wir das überhaupt testen können, muss ich erstmal 3 Rockets besiegen und dann den Gardevoir erstmal wieder bauen. Und Radar aktiviert. Wir hatten ja gerade einen Glückstausch und ich möchte auf das Video von gestern hinweisen. Da hatte ich auch mehrere Glückstausche und sogar einen, da ist der Kollege extra aus Schweinfurt angefahren. Das war am selben Tag noch, wir sind Glücksfreunde geworden und am selben Abend steht er noch vor der Tür und wir haben getauscht. Er hat einen Shiny Pantimimi bekommen, checkt das Video ab. Und natürlich, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, Kommentar, ein Abo oder aktiviert die Glocke. Vielen Dank. Okay Leute, wir haben hier einen Rocket Boss, er ist Alo, der gibt momentan Kindwurm, bräuchte ich sogar auch noch 100. Ich habe bereits Shiny Crypto Mozi und Shiny Crypto Sichlo, Sneeble habe ich leider nicht bekommen. Und am Anfang hat man noch gemunkelt, die Bosse haben beide, aber seitdem habe ich die alten nicht mehr gesehen, nur noch die neuen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich meine Chance auf Shiny Crypto Sneeble verpasst habe, aber erstmal gegen den hier. So, schauen wir mal. Ich weiß nicht, was er hat. Also ich weiß schon, aber die Reihenfolgen können sich ja immer ändern. Er könnte jetzt zum Beispiel Totokam, dagegen habe ich nichts am Start. Also Kindwurm hat er natürlich immer, ist Drache, deswegen nehme ich Fee. Und er kann auch noch am Ende andere Drachen haben, deswegen ist Fee ganz okay. Dagegen haben wir unser Despo, das ist ganz okay. Mit Gestein. Ich habe schon mal den Fehler gemacht und einfach Unlicht-Despo genommen, aus Versehen. So, das war geschenkt. Oh ne, ich dachte, er stirbt, aber er hat noch eine Ladeattacke durchbekommen. Schade. Und guter Lander, genau. Deswegen haben wir Fee am Anfang und Gestein, also easy, easy peasy lemon squeezy. Das wehrt er natürlich ab. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Dann Fee jetzt schnell. Das wehrt er natürlich auch nochmal ab. Aber nach der Attacke ist er irgendwie für eine Sekunde gelähmt. Da können wir einfach drauf wandern. So, das war's.
besiegt. Acht Winke. Stabil. So. Jetzt schauen wir mal. Nicht shiny. WP 241. Das merken wir uns. Screenshot auch noch. Okay. Und wir fliehen. Wir kommen in einer Stunde wieder. 16.14 Uhr. 17.14 Uhr schauen wir vorbei. Also 17.15 Uhr, um sicher zu sein. Tauben, Mann. Fünferin. Nehmen wir schnell mal mit, weil wir haben noch 45 Minuten, die wir totschlagen müssen. Ich nehme noch schnell ein Shinons mit für die Arena-Punkte und 100er, 500 WP wollen wir sehen und zum Zeitvertreib, weil wir müssen noch 20 Minuten warten. 23 Minuten. So, schauen wir mal, das ging schnell. 485 reicht leider nicht. Aber vielleicht shiny zum Tauschen? Ne, das auch nicht. Wir gehen zurück zum Rocket Stop. Bis dahin, ja, langsam gehen wir dahin. Eine Stunde später, wir sind wieder da. Genau das ist der Stop. Ich warte noch ein paar Sekunden bis 17.16 Uhr. Es war, glaube ich, 17.14 Uhr. Jetzt ist 17.15 Uhr und ich warte zur Sicherheit noch auf 17.16 Uhr. Und dann schauen wir mal, da lauert auch schon der kleine Schlingel. Es ist 17.16 Uhr. So, schauen wir doch mal. Er ist noch da. Und wir hatten 2.41. Jetzt haben wir immer noch 2.41. Oh mein Gott, eine Stunde umsonst gewartet. Also müssen wir das doch mal testen mit 2 Stunden. Toll. Aber wir können mal schauen, ob der 100 ist. Und nee, er ist nicht 100. Wir sind wieder zu Hause und das mit dem Trick hat nicht funktioniert. Zumindest mit 60 Minuten Wartezeit nicht. Aber jetzt irgendwie wurde 90 Minuten in den Raum geschmissen. Ich weiß nicht, woher auf einmal diese 90 Minuten kommen. Ich probiere es demnächst nochmal mit 90 Minuten. Aber es soll funktionieren. Ist vielleicht ein netter Trick, aber ist es das wirklich wert? Ganz nett ist es vielleicht zum Beispiel, wenn du es an deinem Pumpstop hast und dann fängst du es halt nicht und dann checkst du irgendwann 1,5 Stunden, 2 Stunden später nochmal und dann nochmal und dann nochmal und dann gehst du halt pennen. Aber irgendwo einen Stop zu haben und dann 2 Stunden später dann nochmal aufzutauchen, weiß nicht. Es gibt übrigens neue Feldforschungen, neue Quests, da ja neuer Monat ist und 2 davon sind interessant, die möchte ich mit euch teilen. Aus einem Quest gibt's Alola Vulpix. Brauche ich auf jeden Fall noch in 100, denn gab es bisher natürlich nur aus dem 7er Ei. Dafür müsst ihr 7 Eier brüten. Die Quest hatten wir gerade erst für das Event, Weihnachts-Event. Da gab es Labgas. Diesmal gibt es Alola Vulpix auf jeden Fall viel, viel besser. Und Alola Vulpix gibt es natürlich auch möglicherweise shiny. Und momentan läuft der Schliffmarathon. Da will man eh viel brüten. Ich denke, da ist es ganz okay, die Quest zu erledigen. Zweite Quest ist Perlu. Verschicke 10 Geschenke. Kann man sich gönnen. Vor allem, ich brauche auf jeden Fall noch einen 100er. Mindestens ein. Ich hatte schon 2. Aber die haben sich beide zu demselben entwickelt und jetzt brauche ich noch den anderen. Falls wir Glück haben, kriegen wir irgendwann noch einen 100er. Und falls wir dann noch mehr Glück haben, entwickelt es sich zu dem, den wir brauchen. Aber so wie ich mein Glück kenne, haben wir dann 3 von demselben. Wie gerade gesagt, Schlüpfmarathon hat angefangen. Es gibt Shiny Wampel mit Partyhut aus dem 2 Kilometer Ei. Dasselbe für Pichu mit Partyhut, möglicherweise Shiny aus dem 2er und 7er. Dann gibt es noch Radikal und Wohlgenau, möglicherweise Shiny mit Partyhut aus dem 2er Raid. Und das war es eigentlich auch schon. Doppelbonbon fürs Brüten und Doppelstaub fürs Brüten. Und das Ganze hält 2 Wochen lang. Und jetzt gab es natürlich wie immer, ich habe gerade ein Déjà-vu, ich glaube, das sagen wir echt zu jedem Event, irgendwelche Beschwerden bezüglich, hey, wieso gibt es Wampel nicht wild und so. Das Event heißt Schlüpfmarathon. Niantic will, dass wir schlüpfen, brüten. Niantic will Geld machen. Das ist nur dazu da, damit wir Geld ausgeben. Doppelstaub ist jetzt auch nicht mal wirklich so krass fürs Brüten. Es gab schon mehr, aber hey, Niantic will Geld machen. Und apropos Geld, die Boxen. Oh mein Gott. Da gibt es auch wieder eine Menge Hate, denn die Boxen sind schlecht. Wir haben die Hyperbox, die hat jetzt 10 Pässe weniger, dafür 5 Inkubatoren mehr. Das heißt, wir haben einfach 5 Pässe verloren, sozusagen. Wenn jedes davon, also wenn ein Pass und ein Inkubator ein Premium-Produkt ist, dann hatten wir bei der letzten Box 25 Premium-Items. Und jetzt haben wir sozusagen nur 20 Premium-Items. So sehe ich das immer. 4 Glücksei jetzt am Start anstatt 3, das heißt ein Glücksei mehr. Und 4 Lokmodule anstatt 3 Sternstücke. Das heißt 2 Second Premium, also nicht Premium Items, mehr.
Dafür wurden Sternstück ausgetauscht mit Lokmodulen, die man nicht braucht. Von jetzt bei einem Schlüpfmarathon, wo man doppelt Sternstück bekommt, will man doch Sternstücke haben. Und die tun einfach die Sternstücke raus. Die tun Lokmodule rein, wenn man nicht fangen will, sondern brüten will. Was ist das, Mann? Was ist das für eine Logik? Und dann Abenteuerbox ist auch richtig schlimm. Wir haben 18 Brutmaschinen. Davor gab es, glaube ich, auch 20. 10 super und 10 normale. Weil ich hatte mir überlegt, die zu kaufen. Und auch da kein Sternstück drin, sondern dasselbe. Lokmodul und Glücksei. Auf jeden Fall wieder eine Menge Hate online und Kritik dafür und nachvollziehbar. Auf jeden Fall. Was ist das, Mann? Es gibt ein Event mit mehr Sternstaub und Sternstücke werden rausgetan und dafür kommen Lokmodule rein. Und es gibt keinen Sternstaub-Bonus fürs Fangen, nur fürs Brüten. Aber Lokmodul reinschmeißen. Naja, das war's von mir, Leute. Euch viel Spaß mit dem Event. Testet das mit Rocket Bus aus. Eure Meinung zu den Boxen und dem Event und den Kutage. Vielleicht habt ihr schon Shiny. Ansonsten viel Spaß beim Staub machen oder Shiny jagen, was auch immer ihr davor habt. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist das Business.